So, und da sind wir wieder. Yay! So, dann würde ich sagen, erobern wir jetzt mal die beiden Türme hier vorne und ignorieren die ganzen Killeronen aus dem Horizont, Mistviecher. Ach, ja. Der zweite Turm da hinten hat leider keine Leiter dran. Das heißt, da müssen wir gleich wieder rüberfliegen. Es riecht verdächtig nach einem Schatz. Eine Tingelbombe wäre bestimmt auch lustig. Ich glaube, da Bockblends und so weiter und so fort. Ja, ganz viele tolle Bockblends. Kennen wir ja alle schon. So, ja. Da hinten springt auch ein Bockblend auf dem anderen Turm, sieht man schon. Ja, da springen gerade wieder massig Bockblends rum. Ja. Der andere Turm ist irgendwie knallrot. Scheinen relativ viele Gegner drauf zu sein. Und hier sind wir gar keine. Pass auf, da könnten welche in den Kisten sein. Ich sehe, glaube ich. Nee, ich sehe keine Gegner bei mir. Sind es hier nur die Kanonen, die kaputt machen? Ne? Ein unbesetzter Turm, das sieht man auch sehr selten. Ja. Vielleicht ist doch noch einer da vorne in den Kisten dran? Ich glaube, in denen hier sind keine drin. Und selbst wenn... tatsächlich keine Gegner hier drauf. Das ist ungewöhnlich. Ja. Ja gut, dann spreng doch mal die Kanönchen. Dann befürchte ich, wirst du den Wind umstellen müssen. Das befürchte ich auch. Denn wir wollen dann nach Südwesten. Oder, ja doch, Südwesten ist richtig. Bum, bum, bum und bum. Na, wer hätte das gedacht? Wir kriegen eine Schatztruhe dafür. Das ist aber nett. Das ist immer was ganz Neues, ein ganz neues Konzept in diesem Spiel. Ja, Schatztruhen für Bomben zünden und so. Ja, vergiss den Stern von den Türmen. Yay, Goldfeder! Und jetzt, okay, so jetzt, entweder du änderst den Wind oder nimmst einfach das Blatt und ich lebe den Tingerballon. Das ist beides schaffbar. Ich überlege gerade. Was ist denn jetzt? Ich glaube, das... es geht sogar. ja. Naja, nicht viel Glück, ne? Ja, nee. Dekoblatt raus. Ja, das auf jeden Fall. Ich geb dir einen. Geh ein Stück nördlich an dem Ding vorbei. Tingel. Tingel. Oh, geh drauf. Meer und Sand. Flieg von Geisterhand. Zu früh. Tingel war noch nicht sichtbar. Ich hasse es, dass es so ewig lange dauert, bis man das endlich kriegt. Warte doch, bis du Tingel siehst. Ich bin nur extra hell leuchtend während der Zeit. Ja, ich weiß, aber ich war mir sicher, dass es einfach inzwischen da sein müsste. Vor allem nachdem du Hand schon längst gesagt hattest. Normalerweise ist es dann schon da. Ich habe mich so dran gewöhnt. Zack, oben drauf. So, nochmal. Tingel, Meer und Sand. Flieg von Geisterhand. Herr Fee, gönn dir einen kleinen Luftspaziergang. Blub und bläh. So, jetzt Platz. Wunderbar. Gucken, schaffen wir es? Ja, knapp. Halt. Denke, wieso wir das denn schaffen? Wirst du wohl doch den Wind ändern müssen. Ja. Aber irgendwie sah das fast unschaffbar aus. Naja, vielleicht mit dem Dekoblatt und dem richtigen Wind. Und einem Tingelballon. Ja. Merkwürdig. Stimmt gar nichts drauf. Aber erstmal nicht absaufen. Ja, pass auf, das ist jetzt so ein total unnützer Turm. Ja. Das Spiel hat gar nicht erwartet, dass du da überhaupt rüberkommst. Oh, nee. Ich sehe aber einen Schatz da drüben drauf. Also irgendwas wird da sein. Schon Glücksamulett. Wahrscheinlich. Kletter. So. Und. Ding, ding. Wunderbar, das Lied des Windes gespielt. Ja. Und dann stellen wir den Wind jetzt nach Südwesten. Jetzt sehen wir auch, dass er Richtung Turm fliegt. Der Wind. Ja. Also, nochmal. Ja. Tingel. Meer und Sand, flieg von Geisterhand. Herr Fee, Luftspaziergang, bla bla bla. Und Platz. Sieht schon besser aus, deutlich besser. Jawohl, diesmal haben wir es auch geschafft. Sieht aber echt verdammt knapp aus, wenn du da keinen Tingelballon benutzt. Ja. Wieder auf die Bomben wechseln. Schön. Haben wir noch Feinde? Da sind die Gegners. Aber jetzt sind die Gegners weg. Schade. Ja. Und und schon haben wir einen Schatz erhalten. Yay. Schatz? So, jetzt hoffe ich doch mal, dass hier wenigstens was ordentliches drin ist. Nope. Ein Plantagrandasamen! Ernsthaft? Ein Plantagrandasamen? Das hat sich ja gelohnt.
Dafür haben wir jetzt diesen ganzen Umschnitt hier gemacht, ernsthaft. Ja. Für ein Planta Grandasamen. Ja. Spiel. Was denkst du dir eigentlich? Boah. Planta Grandasamen, ich glaub's nicht. Ja. Da unten hast du noch einen Schatz. Ja, ich seh's. Ein Planta Grandasamen. Die sind nichts wert. Nichts. Das stimmt. Gar nichts. Wir sollten mal wieder zurück zum Leuen kommen. Ohne abzusaufen. Dafür verschwendet man hier seine Zeit, ich glaub's ja nicht. Naja, für einen Planta Grandasamen. Ja, jetzt kannst du eigentlich direkt nach, wo du sowieso den Südwestwind hast. Entweder du fährst direkt zum Schatz, dann musst du den Wind einmal umstellen zur Insel, oder du fährst zur Insel und dann zum Schatz, dann musst du den Wind nicht umstellen, aber hast die ganze Zeit ein kleines bisschen ungünstigen Wind. Ich sehe, du hast dich für den kleinen bisschen ungünstigen Wind entschieden. Ja. Auf der Insel oder vor der Insel schwimmt ein Kanonenboot und hinter der Insel ist ein großer Schatz, der uns schon anleuchtet. Ja. Aber ich würde sagen, wir landen erstmal auf der Insel, ne? Ja. Irgendwo gibt es ja bestimmt noch wieder einen blauen Schleim oder sowas. Müssen wir noch den Fisch finden. Das auch, ja. Kanonenboot feuert. Da vorne brauchen wir auf jeden Fall Hammerpower. Aber ich würde sagen, guck erstmal, ob der... Okay. Es hat zwar nicht viel Sinn gemacht, aber es hat funktioniert. Und schon haben wir das Feenkordial geöffnet. Da ist er, der blaue Schleim. Und mal wieder wurde er vernichtet, bevor er überhaupt irgendwas tun durfte. Wurde er mal wieder vernichtet, ohne dass ich es wollte. Die armen blauen Schleime werden völlig massakriert in letzter Zeit. Wackelt der Briefkasten? Nee, sag ich so. Der wackelt nicht. Ja, dann gehen wir mal ins Feenkordial, ins letzte. Ja, die letzte große Fee, die wir treffen werden. Sehen immer noch nicht besser aus. Ja, aber wie gesagt, immer noch besser als die in den N64-Teilen. Ja, so Shiva versteht. Junge, der du die Winde erwächst, Standardtext, bla, ich möchte einen kleinen Beitrag dazu leisten, deine Quest zu erleichtern. Was für Blütenblätterfarben wird sie haben? Immer wieder die größte Frage bei den großen Feen. Ja. Rot. Und? Licht, gelb. Rot im... Senfsoße. merkwürdig übergehen. Du kannst jetzt mehr Pfeile mit dir führen. Maximal kannst du nur 99 Pfeile in deinem Gehör tragen. Oh, habe ich ja nie mitgerechnet. Die Feen dieser Quelle werden gerne alle in den bunten Lindern. Bla bla bla. Bla bla bla. Solltest du der Chef von Kampf sein. Bla bla bla. Statt und dein Besucher. Bla. Ja, ne? 99 Pfeile. Jetzt kannst du so viele Pfeile rumballern, wie du willst. Yay! Und ich kann dir jederzeit mit Zwingel neue kaufen. Für horrendes Geld. Mhm. Für viel zu viel. Ja. 40 Rubine, was weiß ich. 50 waren es, glaube ich. Für 50, 10. Für 10. Oh nein, er britzelt. Wo ist der Fisch? Da hinten ist der Fisch. Da springt er. Also jagen wir ihn, den Fisch. Ja. Und lass dich nicht vom Kanonenboot verarschen. Ich versuch's. Kann ich das denn? Nee. Leider kann ich keine Kanonenboote anvisieren mit Hänge. Schade eigentlich. Der war witzig. Ja. So, wo ist er denn? Da hinten ist er. Ja. Dann hoffe ich mal, dass er keine Geisterboot-Informationen für uns hat. Ne, ich habe das Geisterboot nochmal hier in den direkt nochmal ein Planquadrat nebenan, ist glaube ich. Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich, ja. Da kommt auch zu uns. Super geschwommen, ist ja nett von ihm. Futter raus und dann, ne? Schauen wir. Ja. So, Fischi. Komm mal rüber, iss mal. Und iss mal ein bisschen schneller. So, es ist Zeit für. Hey, Jungchen! Bla bla, Standardtext, Seekarte, bla. Bleiben schon gar nicht mehr so viele Planquadrate, die wir einzeichnen müssen. Und das Dornarm-Feenkordial. Wie hübsch. Sehr schön, sehr schön. Ja. Sag mal, hast du vielleicht ein paar Goldfedern dabei? Sinnlose Informationen. Die Dinger sollen nämlich bei den weiblichen Orni auf Draconia zurzeit der allerletzte Schrei sein. Hast du sich schon mal einen Fisch erzählt? Aber um an so schöne Goldfedern ranzukommen, muss man erstmal deren Träger verkloppen und das sind leider ziemlich biestige Vogelungeheuer. Ich kann dir sagen, ich bin froh, dass ich kein Orni-Mann bin. Das wär's soweit von mir. Bla 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 bla. Aber du könntest ein Vorfahre von den Orni-Männern sein. Gar nicht so unwahrscheinlich, ja. Ja. So, jetzt haben wir einen gigantischen Schatz zu heben. Ja. Ich würde sagen, dann ignorieren wir den kleinen Schatz da. Am anderen Rande der Karte einfach. Können wir machen. Dann müssen wir nicht so einen riesen Umweg fahren. Da kommt gerade eine Bombe auf mich zugeflogen, ich will noch gucken, welche Karte es ist. Diese hier. Schatzkarte Nummer 5, warst du sogar schon gerade eben drauf zu sehen. Sieht gut aus. So, ein kleines Stück. Ja, fast perfekt.
Ja. Erstmal selbst tauchen, um zu gucken, ob er auch vielleicht so hoch gelegen ist, dass man ihn einfach so rausholen kann. Das wäre schön. Leider nicht, also mit dem Greifarm. Aber tief war er nicht. Ja, tief war er nicht. Hätte man, lang hat es wirklich nicht gedauert mit dem Angeln. Hätte man bestimmt wirklich runtertauchen können. So. Gib uns was Sinnvolles. Nicht noch eine Karte. Silberner Rubin. Herzteil. Vier dahin, keins mehr im Sinn. Deine Energie erhöht sich um eins. So wollen wir das doch haben. Damit fehlen uns jetzt schon nur noch 4 Herzcontainer. So, wenn ich mich recht entsinne, brauchen wir hier eine Pupputfrucht, die wir nicht haben. Dann fahren wir jetzt erstmal einen Planquadrat nach Westen, um uns da beim Terry was zu kaufen. Denn ich bin mir ziemlich sicher, hier einen im Westen gibt's einen Terry. Ja. Und wenn du das sowieso machst, und dann kannst du auch den Schatz unterwegs einsammeln, der nämlich auch im Westen liegt. Fährst schon fast genau drauf zu. Ja, ein kleines bisschen südlicher, dann fährst du genau drauf zu. Ja. Passt schon, den siehst du gleich. Es ist gerade sehr dunkel, weil es regnet und so. Schon gut. Anscheinend habe ich die Fragezeichen verwechselt, das waren nur Fässer. Aber irgendwo war hier noch ein Schatz, da bin ich mir sicher. Egal. Ignoriere den Schatz und fahr zum Terry. Ja. Und das ist der am Turm der Götter, oder? Das ist der am Turm der Götter, ja. Waren wir schon eine ganze Weile nicht mehr am Turm der Götter. Kannst du denn? Nee, das ist die östliche Triangelinsel. Nehmen wir an, das ist die östliche Triangelinsel. Ah ja, ich sehe es. Der kleine Fitzelland da vorne. Ja, das kleine Fitzel zwischen dem Turm der Götter. Und der Turm der Götter ist so groß, man könnte immer meinen, der ist direkt nebenan. Hey! Das war Buggy? Und dem Dornarm Feenkordial. Ich habe scheinbar im gleichen Moment gedrückt, in dem du gerade hier das Gebiet gewechselt hast. Ja, hier gibt's eine Statue mit einem süßen Ding drauf und was nicht alles. Ja. Vor allem suche ich den Terry. Da ist etwas Hartes, wo du gerade drauf zusteuerst. Es ist der Terry. Terry, Meer und Sand. Ja. Genau. Genau das. Am besten kaufst du nur Putt-Putt-Früchte. Das Universalfutter brauchen wir sowieso nicht mehr für sonst irgendwas. Na stimmt. Wir haben jetzt schon mehr als genug für den Rest des Spiels. Ah, für eine bestimmte Stelle möchte ich noch Spezialfutter haben, aber wenn Sie was kaufen wollen, wollen Sie wirklich vielleicht was kaufen? Putt-Putt-Frucht. Unbedingt. 32. Thank you. Ein Putt-Putt-Frucht. Unbedingt. Thank you. Jetzt haben wir 34 Punkte von 60. Zur Super-VIP-Kunde. Ich fürchte mal, wir werden es nicht zum Super-VIP-Kunden schaffen, ohne es selbst zu provozieren. Ja, so, 3 Puppelfrüchte, ich hoffe mal, das reicht auch. Da. Schon. Leicht verfehlt. Du musst ein bisschen weiter wegparken, Terry. So, und jetzt schätze ich mal, wollen wir nach Südosten, nicht wahr? Ja. Im Südosten liegt die Greifenhorstinsel. Genau. Die Greifenhorstinsel, dafür brauchen wir eine Puppelfrucht. Naja, da müssen wir also mal wieder drauf rumfliegen. Ja. Okay. Jetzt müsste ich mich recht entsinnen. Da bin ich ja mal gespannt, bin ich ja. Ach, genau, 90 Grad Winkel zum Wind fahren, das ist schön. Ja, eigentlich sollte es fürs Segeln das Beste sein, genau im 90 Grad Winkel zum Wind zu fahren. Ja. Aber nicht in Zelda spielen, da funktioniert das nicht so wie im normalen Leben. Nee. So. Wir kommen natürlich auch darauf an, was für ein Segel du hast, aber bei dem hier sollten die 90 Grad eigentlich am besten sein, ja. Triforce-Tipp, da sind massenhaft Gargaroks auf der Greifenhorstinsel. Ach ja, Aaron hat doch auch immer Möwen um sich. In Rot, seufz, Punkt, Herz. Uiuiui, schon morgen? Ich bin wohl eingenickt, während ich den Tinglesieber hielt. Und da sind wir ein großer Schatz. Schwimmen ein paar Fässer. Das sehe ich mir mal an. Uiuiui, hier schlimmert etwas auf dem Grund. Sonst noch irgendwas? Ne, den großen Schatz sehe ich, glaube ich, sowieso nicht bei mir auf der Karte. Und Moment bitte. Nein, noch nicht. Auch noch nicht. Nee, stimmt nicht ganz. Auch nicht. Schade, vielleicht später. Noch nicht. Haben wir schon viele gehoben da gerade. Ne, haben wir auch nicht. Da. 36 ist es. Da haben wir auch die merkwürdig kreuzförmige Insel. Oh, bist fast direkt drauf. Oh, sieht gut aus. Und können wir einen wertvollen Schatz heben? Wir haben auf jeden Fall einen Schatz gehoben. Jetzt schauen wir noch, ob er wertvoll ist. Oh, ich hoffe ja mal schon. Ich hoffe auch. Vielleicht ist es doch nur ein Rubin? Wer weiß. Ich hoffe mal nicht. Ich glaube, es gibt nur einen großen Schatz mit einem Rubin. Ja. Ach, Portemonnaie. Ein silberner Rubin. Huhu, das heißt, ich kann jetzt noch mehr Rubine verschwenden. Ja, musst du hier irgendwo an Land gehen oder machst du das vom Boot? Muss man da vom Boot aus? Man muss auch an Land. Aber ich hatte gehofft, man kann da an Land. Kann man nur leider nicht.
Dann schauen wir uns doch mal eben auch um, ob wir vielleicht den Fisch schon sehen. Fischi, Fischi, wo bist du, Fischi? Nein, noch nicht. Möwen? Arel hatte doch auch immer Möwen um sich. Ach ja, seufz. Ach ja, seufz, genau. Postkasten. Da vorne ist der Fisch. Ah, Fisch voraus, yay. So, dann rührst du doch mal das Futter aus, denn der Fisch ist gleich voraus. Ja. Genau das. Ja, ja, finde ich auch gut. So, hier Fisch. So. Und eine weitere. Hast du was zu beißen? Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. Hey, Jungchen! Bla, bla, Standardtag, Seekarte, bla. Sprung! Greifenhorstinsel. Jo, das wussten wir auch schon, wie die so heißt. Dank Tingel. Jungchen, schon mal was vom goldenen Dreifuß gehört? War wohl irgendein Piratenkapitän. Jedenfalls soll seine Schatzkarte hier auf dieser Insel versteckt sein. Ah, haben wir mal wieder eine. Stellt sich nur die Frage, wo? Tja, ein Sprichwort, das ich gerade erfunden habe, besagt, weiß der Fisch nicht weiter, nicht verzagen, einfach mal die Möwen fragen. Zeit für dumme Wortspiele, das war's soweit von ihm. Bla 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 bla. Dafür könnte ich den Fisch schlagen. Weiß der Fisch scheinbar nicht weiter, nicht verzagen, einfach mal die Möwen fragen. Ja. Vielleicht haben wir ja auch irgendwo blauen Schleim. Oh, da war ein Schild, das habe ich gar nicht gesehen, aber tot allen Schildern! Ja, vielleicht können wir später nochmal lesen, das Schild. Was ist, wenn du Tag und Nacht machst? Da ist eine Tür, da müssen wir gleich rein, wenn wir rauskommen, ist die dann wieder da. Ach, das ist die Tür. Das ist eine Tür. Das ist die Tür. Hier können wir uns so viel erstmal hochhangeln. Ist das nicht die Tür, wo du das gleiche machen kannst wie mit dem Turm der Götter? Ja, wenn man es könnte, ja. Kannst ja mal versuchen. So ein Versuch in Ehren. Und da ist ein blauer Schleim. Und blaues Schleimgelee gekapert, juhu. Ich glaube, jetzt haben wir 14, ne? Ich meine, wir haben 14. 15. Nee, 15! Ah, wir haben damit jeglichen blauen Schleim ausgelöscht. Komisch, gab es vielleicht 20 in der gesamten Welt? Das kann durchaus sein, weil wir waren auf jeden Fall noch nicht auf allen Inseln, wo welche drauf sind. Eben. So, aber zuerst mal wollen wir die Kollegen hier oben versuchen zu vernichten. Abzuschießen. Bam! Sehr schön gesniped. Ja. Ah, sieht gut aus. Wow, guter Schuss. Ja, mit der Spitze genau unterm Gegner und... Nee. Ein Stück weiter weg, der Kollege. Nee, du musst deutlich weiter runterziehen. Du hast... Ja. Sieht gut aus. Jawoll! Und jetzt noch... fliegendes Zieltreffen klingt aber sehr schwierig. Ich habe ja 99 Pfeile. Dauerfeuer! Ich glaube, der kommt relativ da lang, ne? Netter Versuch, aber ich glaube, du kannst vergessen. Ne? Ja, ich weiß, dass er da ist, müsste er in etwa langkommen. Muss ich peilen. Nee, war ein bisschen zu hoch. Oh, unser armer Pfeilvorrat, unser armer Pfeilvorrat. Oh, der hat es zu spät geschossen. Jetzt kann ich dir nicht mal sagen, ob er auf der richtigen Höhe war. Jetzt schieß, schieß, schieß. Den kriegst du nicht. Na, man kann ihn aber kriegen. Ja, das dauert aber. Nah an dir rangehen, genau. Mhm. Ah, jetzt gebe ich's noch eine Runde und wenn er dann nicht. Naja, whatever. Dann setzen wir wohl eine Putt-Putt-Frucht ein. So, und hier, ne? Da haben wir Schalter, die wir aktivieren müssen. Ich glaube, wir müssen in jedem Nest einen so einen Schalter aktivieren, wenn mich nicht alles täuscht. Und wir dürfen uns nicht von diesen bekloppten Vögeln töten lassen. Also wir dürfen uns nicht einmal erwischen lassen, ansonsten müssen wir den ganzen Kram hier nochmal machen. Ja, jetzt habe ich versucht, die Vögel auch möglichst alle vorher zu erledigen. Ja, aber den Beweglichen zu treffen, so da ganz oben drauf, ist halt ein bisschen schwierig. Ja. Kann man vielleicht besser drumherum manövrieren mit der Möwe. Oh, da sitzt noch einer. Ja, der war auf der Seite der Insel, wo ich nicht hingucken konnte. Ja, so, jetzt der Letzte, der Letzte, der Letzte, der Letzte. Wunderbar. Nicht der Letzte? Scheinbar nicht der Letzte. Fehlt noch einer? Scheinbar fehlt noch einer. Oder muss man das schnell hintereinander machen? Nee, man muss einfach nur alle 6 Schalter aktivieren. Das sieht aber nicht gut aus. Flieg, Möwe! Flieg! Flieg!
Hier vorne, den hast du, ne? Ja, den hast du. Weiter rum. Irgendwie sah der deaktiviert aus, den du gerade eben gesehen hast. Ja, da kann man die Kamera nicht ordentlich benutzen als Möbel. Und da wurde ich getroffen. Erwischt. Gut, einfach mit dem Fernglas hoch. Da vorne auf den ersten. Ne, der ist noch aktiviert. Der ist aktiviert. Den sieht man nicht. Der ist nicht aktiviert, oder? Keine Ahnung, so schwer zu sehen. Der da kommt auf jeden Fall auf uns zu, der Vogel. Hat er provoziert. Ja, den kannst du in Ruhe lassen, würde ich sagen. Er kam direkt auf mich zu. Er kam direkt auf mich zu, ich wusste nicht, was ich machen soll. Na. Ja, ne? Dann segeln wir da rechts hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das muss der hier sein. Ja, der fehlte. Leicht knapp verfehlt. Schade. Denn die Möwe eine bescheidene Kurvenlage haben. Ja, für eine Möwe irgendwie unpraktisch. Ja. Und jawohl. So. Tja, jetzt können wir den Versuch leider nicht mehr machen, den ich eben vorschlagen wollte, weil das doch jetzt schon offen ist. Aber man kann es in der Tat schaffen, einfach sich mit dem Greifhaken an dieses Ding zu hangeln, mit dem wir uns hier gerade eben hochbefördert haben, und dann durch das Gitter zu schwingen. Ja. Ist ein bisschen schwierig zu machen, aber es geht. Es geht. Es sieht auch witzig aus, wenn man es schafft, aber... Du kannst nämlich hier, glaube ich, auch mit dem Greifhaken durch die Wand greifen. Ja. So macht man das dann. So, auf jeden Fall haben wir hier scheinbar mal wieder einen Dreifuß vor uns. Ist das Dreifuß etwa so gut wie gar nicht versteckt, außer durch das Möwen... Ja, das war's. ...Challenge gerade? Alles, was man machen muss, ist mit der Möwe die ganzen Dinge aktivieren. Das ist deutlich simpler, als die zigtausend Stockwerke zu durchkämpfen mit Lang. Ja, ist es. Ganz definitiv. Nicht, dass es so richtig schwer war, aber es war auf jeden Fall deutlich mehr Arbeit. Ja. So. Es sei denn, man tötet hier keinen einzigen von den Vögeln vorher, ja, dann ist das verdammt schwer. Und dann verdammt viel Arbeit. Dann brauchst du sehr viele Putt-Putt-Früchte. Ja. Lalalala, Lied des Windes gespielt. Und da ist sie, die nächste große Truhe, die nächste große Schatzkarte, die wir... Die dritte von acht. ...erstmal entschlüsseln müssen, beinhaltet. Ja, die dritte von acht. Und... Ja, es ist nicht mehr ganz so spannend, was drin ist. Ach was. Das ist große Spannung. Du hast eine Triforce-Karte gefunden. Mal wieder. Leider ist sie verschlüsselt. Blub und bläh. Tja, dann werden wir sie wohl von jemandem entschlüsseln lassen müssen. Gut, damit haben wir also auch diese Insel hier erfolgreich abgeschlossen. Ich glaube, sonst gab es hier nichts zu finden, oder? Nicht, dass ich wüsste. An dem blauen Schleim. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns weiter auf die Suche nach mehr Kram in der Welt machen. Ciao. Yay. Aloha.